Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo Leute. Ja, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Ja, ich war gerade in der Ja, Schule. und Ja, wenn nicht, ich dass dann ich jetzt endlich mein mal Abi wieder aus dem nachmachen will. Schulhaus Nein, kommen ich war kannst, wählen. aber dann hast du deinen Rechner Ne? wieder Und jetzt und wollen wir dann mal gucken. kommst du Ne? Ich nicht habe die mehr Stimme zurück. dahin Dann musst du gemacht, dann noch ja. mal praktisch am Ne? Wo Arbeitszeit. ich der Meinung war, dass es Genau, richtig und ist, dann darf musst ich du euch ja dann nicht wieder zurück verraten. und dann Aber kommst du was sehr nicht mehr komisch zurück. war, ja, man gibt da seine Stimme ab und muss gar nicht Und dann musst du unterzeichnen, dich dann wieder Autogramm oder zurück. so. Nee. Das finde ich aber Und doch dann ein hast du bisschen dann merkwürdig. praktisch deine Ne? Stimme wieder Also, zurück. ne? Hast du Wer deinen nicht Rechner wählt, wieder? hat eh schon Und dann verloren. Bis speicherst du das ein, dann. weil du ja weißt, Ciao. dass du diese Panierung kriegst. Tja, Leute, habt ihr das schon Musst du gesehen dann wieder hier? zurück. Ja, Und also dann nicht musst hier du meine dich dann wieder Pistole. zurück. Ja, Und wir dann wählen hier nicht den kann Schützenkönig. mir, kann Hier, mir das ich habe hier Leute so einen vielleicht Rand rumgemacht. erklären. Ja, mit Chrom. Das sieht so schön aus. Ne? Und jetzt setze ich mich noch mal hier drauf. Ich bin übrigens am Stephanplatz. Ich guck mal auf die Uhr. Warte mal. Ja, und wir fahren gleich noch ein bisschen rum. Hier seht ihr meine Uhr. Ja, von der Dusche. Ah. So, noch mal drauf sitzen hier. Ja, Kopf ist auch zu sehen. Den Aschenbecher habe ich auch mit, damit es nicht wieder heißt, die Rollerfahrer da, ja, immer unordentlich. Und ich probiere gerade mein Richtmikrofon. Ja, ich habe gerade festgestellt, das Richtmikrofon ist länger wie mein Richtdingens, ja, was ich da unten habe. Ja, ich bin hier hinter meiner Scheibe, ja. Ne, wir warten auf die Leute. Wo ist denn der Schicker? Hier. Ja, habe ich gerade versucht zu erreichen, ja, die Leute von der Rollerscheune. Ja, aber irgendwie haben die das nicht geschafft. Ja, vielleicht gab es auch in Nürnberg wieder ein Nürnberger Würstchen und Freibier, wer weiß das. Ich habe auch versucht, da anzurufen. Heute hat ja jeder ein Handy. Ja, angegangen sind sie jetzt nicht. Ja, wir sind eine Herrenhäuser Gärtin. Wir machen ein bisschen auf Romantik. Ja, so mit Kussen und. Ja, hört ihr? Die Enten, die die sind neidisch. Ne? Ja, und jetzt sitzen wir einen Augenblick hier. Ne? Wir sind hierher gefahren. Ja, ich habe Zigaretten mit. Mein Aschenbecher auch. Ne? Ich mache mir jetzt erstmal eine an. Die Kamera hat leicht die Schräglage. Und ich probiere immer noch das Mikrofon aus. Ne? Damit die Tonqualität für euch noch besser wird. Da kenne ich nichts. Könnt ihr uns hören? Ja, ich habe Vergasergitter extra mit, ja, wenn ich ein Problem Ja, habe. Werkzeug ist auch hinter drin. genau. Ne? Ja, die Enten, Ja, ne? Die lieben. gucken. Aber ganz schön viele. Ja. Eine ganze Familie. Ja, die Guck haben das mal. eingeteilt, reviermäßig hier, richtig. Aber cool. Ja, was denkst du denn? Ja, wo sind die Enten? Da. Seht ihr? Was das für eine schöne Ecke ist hier. So, ja, ich muss ja erstmal die Kamera einjustieren. Ja, ne? Und jetzt
Ja, jetzt gehe ich mal rein, mache mir eine Fluppe an. Ja, ich habe einen Aschenbecher mit. Ne? Hier nicht von wegen hier einfach mal hinschmeißen oder so ein Kram. Ne? Und habe das Glück, ja, Frau raucht auch. Ja, genau. Ja, wir zeigen das jetzt mal öffentlich. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja. Mhm. Ne, mit dem schönen Feuerzeug hier. Roller Rolf. Mhm. Machen wir Grippenfeuer. Schön einen auf Lunge, ja. Ja, bisschen dunkel hier. Ne, muss ich sagen, die Lichtverhältnisse sind nicht okay. So, wir sind jetzt an der Herrenhäuser Gärten und wir fahren jetzt nach Elite. Ja, da sind Toiletten, da können wir einen Kaffee trinken und die haben auch einen ganz geilen Bezirk außen und drinnen und so, die sind cool. Da fahren wir jetzt hin als nächstes. Gibt es übrigens seit über 40 Jahren. Ne, das sind alles coole Leute, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ne, sind auch keine Raubritter. Also wenn ihr mal Bock habt, ne, guckt ihr mal vorbei bei Elite. Ich zeige euch gleich nochmal. Ja, die haben hier auch Boxen. Ja, der juckt schon wieder in den Finger. So, meine Lieben, ja, ich bin jetzt hier gerade bei Elite, ja, in dem Zelt, wo Boxen trainiert wird. Seht ihr, dahinter ist ein Boxring, ein schöner, dann da Sandsack, ne, alles da, was man so braucht. Ne, ja, der juckt schon wieder in den Finger. Ja, bei Vergasergitter juckt es auch in den Händen. Ja. Ja, Partnerwechsel. So. Yeah. Ich zeige euch das nochmal. Hier sind Fitnessgeräte. Ne? Ja, wenn die Muskulatur ein bisschen schwächelt. Ja, ne, ja, geht er gleich wieder. Ja, Brustmuskulatur trainiert sie gleich wieder, da kennt sie nichts. Da kenne ich doch gar nichts. Hier haben wir noch Medizinbälle, hier sind noch mehr Fitnessgeräte. Aber auch gut. Ne, also, ne, kann man nicht meckern, alles, was das Boxerherz begehrt. Ja. Ja, klar, die läuft. So Leute, normalerweise darf man den Boxring ja nicht mit normalen Schuhen betreten, ne? Ja, und man betritt den Boxring erst normalerweise, wenn man auch ein bisschen was kann. Heute läuft das alles ein bisschen anders, aber ich bin halt auch ein alter Sack und habe das anders gelernt. Ne? Aber wenn ihr mal richtig ein bisschen wissen wollt, was Boxen bedeutet, da gehört sehr viel zu, kann ich nur empfehlen,
Ja, komm bei Lite mal vorbei. So. Ja, das macht uns der Gegner. Das Problem ist, es traut sich keiner. Ja, weil ich bin heute mit meiner Pistole da. Ja, hier auch für die Sonnenanbeter. Kann man hier so, ja, kann man sich hier so hinsetzen und kann auch ein bisschen sonnen. Ja, die Kamera hat eine Schräglage. Ja, das ist, weil hier ein leichtes Gefälle ist.